Na gut, das Anschreiben, das ist wichtig. Das haben wir bereits gelernt. Aber die Frage ist, wie baue ich es eigentlich korrekt auf? Wie ist die Struktur richtig? Und Klarheit darüber wird es heute wieder geben. Dr. Bernd Starkhorst, Karrierecoach. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Moin Alex, schön hier zu sein in Hamburg. Immer toll bei uns. Leider sehen wir nicht, wie das Wetter hier ist. Aber es ist bestimmt toll, ihr kennt das. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Start, Bernd, das Anschreiben. Was vermittelt uns das noch einmal ganz genau? Also ich finde das Anschreiben total wichtig, weil es einfach nochmal über den Lebenslauf hinaus Klarheit schafft. Der Lebenslauf ist die Vergangenheit, das Anschreiben wird mehr Zukunft sein. Und darum geht es jetzt, auch in der Struktur gleich, dass ich ganz viel in deinem Anschreiben, im besten Falle, erfahre, wo du gerade stehst, wo du hin willst, was dir wichtig ist, wie du tickst, mit wem ich rechnen kann, wenn ich dich einlade. Und das finde ich halt als Mehrwert, als Zusatzinformation über den Lebenslauf hinaus total wichtig. Und wie baue ich das jetzt korrekt auf, dass nachher wirklich dann mein Gegenüber denkt, Mensch, jetzt habe ich echt was von ihm gelernt? Also klassisches Briefformat mit natürlich deinen Kontaktdaten oben. Die meisten machen sich das Schöne irgendwie als Kopfzeile, dass es nicht zu viel Platz frisst. Natürlich dem Adressaten, wo es hingeht, mit, wenn du einen Ansprechpartner hast, natürlich im besten Falle auch mit Nennung des Namens. Dann rechts Ort, Datum, die Betreffzeile. Bewerbung als, Bewerbung auf, die Position als und so weiter. Da würde ich das nehmen, wie es in der Stellenausschreibung auch genannt ist. Und dann geht das wirklich rein mit einer Grußformel, je nachdem, wie es ist. Vielleicht liebes Team von Xing. Vielleicht ist es aber auch ein sehr geehrter Herr Meier oder Frau Müller. Und dann geht es wirklich rein in den Text. Und ich finde es wichtig, mit, ich sag mal so, der aktuellen Situation einzusteigen. Wenn du mir deinen Lebenslauf gibst und ich den lese, und die meisten Recruiter im Unternehmen gucken sich heute erst den Lebenslauf an und lesen dann das Anschreiben. Wenn ich so einen Lebenslauf von dir bekomme, den durchlese und den mal so gedanklich weglege, wird mir da irgendwas im Kopf bleiben? Bei vielen Lebensläufen ist es ein, boah, da hat aber jemand schon wahnsinnig viel gemacht. Jetzt wieder zu uns. Es kann auch sein, oh, da hat jemand die letzten 20 Jahre bei einem Arbeitgeber gewechselt, wieso da jetzt raus? Es kann auch sein, oh, da hat jetzt jemand im letzten Jahr dreimal gewechselt. Was ist denn da los? Und das finde ich wichtig, damit sofort auch hart einzusteigen. Also da einmal kurz die aktuelle Situation zu benennen und dann aber sofort auch überzuleiten in ein, wo will ich denn hin? Warum finde ich diese Stelle attraktiv? Warum finde ich das Unternehmen attraktiv? Und dann geht das über, das finde ich wichtig, einmal so in die Top-Kompetenzen für die Zielposition reinzugehen. Was bringe ich an Top-Kompetenzen für diese Position mit? Was halte ich dafür wertvoll? Dann geht es rüber so Richtung persönliche Werte. Also da steckt hinter, was ist dir wichtig in Zukunft in deinem Job? Da ist uns allen was anderes wichtig. Vielleicht auch Ziele. Ne? Wenn du sagst, oder wenn ich jemanden habe, der vielleicht sagt, naja, ich möchte jetzt erstmal so einsteigen, aber in 2, 3 Jahren würde ich gerne Führungsverantwortung übernehmen. Dann ist das aus meiner Sicht eine wichtige Information, die ein neuer Arbeitgeber wissen sollte, so früh schon wissen sollte. Die kann man da auch jetzt schon reinbringen. Die solltest du da reinbringen, genau. Ja. Und dann finde ich es eben wichtig, dass das Anschreiben auch nochmal, ja, Persönlichkeit, deine Stärken, deine Talente, wie bist du als Mensch, rüberbringt. Na, natürlich wirst du das noch viel mehr im Gespräch rüberbringen können, aber dass so ein Leser als neuer Arbeitgeber schon mal so eine Idee hat, wenn ich den Alex Mischen jetzt einlade, wer kommt denn da, was ist denn das für ein Typ? Was kriege ich da vorgesetzt? Was kriege ich da, genau. Ja. Und dann finde ich es eben wichtig, danach ist dann vielleicht nochmal so dieses Thema Eintrittstermin. Wann bist du verfügbar, Kündigungsfristen, Gehaltsvorstellung, wenn sie in der Stellenausschreibung gefordert ist, und dann wirklich auch mit einem kurzen, klaren Abschluss auf Augenhöhe da rauszugehen, sich auf das persönliche Kennenlernen zu freuen, aufs gegenseitige Gespräch. Passt auf eine Seite, das finde ich wichtig an der Stelle. Ich sehe, wenn ein Anschreiben 1,5 Seiten lang ist, ist es oft Laberei und nicht auf den Punkt. Also keine Romane verfassen, sondern ganz klar sich selbst einfach ein bisschen mal zeigen dem Gegenüber. Was würdest du sagen, noch einmal so ganz klar, stichpunktartig quasi, was sollten wir auf jeden Fall mit reinbringen und was passt eigentlich nicht ins Anschreiben? Also ich finde es wichtig, dass einfach der Arbeitgeber ganz viel über dich erfährt und dadurch einen Mehrwert gewinnt. Was für mich nicht reinpasst, sind Informationen über den Arbeitgeber selbst. Viele Bewerber glauben, dass sie im Anschreiben beweisen müssen, dass sie auf der Homepage waren, sich informiert haben und ganz viel über das Unternehmen gelesen haben und packen das ins Anschreiben. Wenn ich Recruiter wäre und lesen würde, sie gehören zu einem der Weltmarktführer im Bereich der chemischen Industrie, würde ich denken, ja, weiß ich. Ja, also nichts reinschreiben, was der Leser schon weiß, weil es einfach keinen Newswert hat, weil es kein Mehrwert ist, sondern das reinschreiben, was vielleicht aus dem Lebenslauf nicht hervorgeht, aber wichtig ist
für die gemeinsame gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Du hast eben auch schon einmal angerissen, das Thema Gehalt ist ja eins, worüber sich viele nicht ganz im Klaren sind. Packe ich das rein, packe ich das nicht rein? Kommt das vielleicht auch komisch rüber, wenn ich das schon mit reinschreibe? Wie stehst du dazu zum Thema Gehalt im Anschreiben? Ich persönlich bin der Meinung, dass das Anschreiben eigentlich der zu frühe Zeitpunkt ist, von einem Jobwechsler, von einem Kandidaten das Gehalt abzufragen. Ich bin der Meinung, das Gehalt als Budget hängt, das Preisschild hängt an der Stelle. Es ist aber nun mal in Deutschland noch so, auch da gibt es inzwischen auch schon viele Diskussionen, aber es ist halt noch so, dass die Arbeitgeber diese Gehaltsvorstellung einfordern über die Stellenausschreibungen. Und da ist einfach meine Erfahrung, wer es nicht reinschreibt, ist im Zweifel auch da schon raus. Oder spätestens, wenn es eine Online-Bewerbungsmaske ist als Formular, ist im Zweifel auch da die Gehaltsvorstellung das Pflichtfeld und du musst es mit angeben. Also wirklich ganz genau schauen, was ist quasi auch gefordert von den Bewerbern. Vielleicht abschließend noch einmal, wie sollte so meine Haltung sein, die ich im Bewerbungsschreiben ausdrücke? Naja, ich sollte Lust haben, diesen neuen Arbeitgeber und vielleicht auch das Team und die Position kennenzulernen. Ja, also so eine neugierige Haltung. Nicht ein, ich muss mich jetzt über das Anschreiben nochmal erklären und rechtfertigen und sagen, wo ich mich unter Beweis gestellt habe. Und es geht auch nicht darum, mit dem Anschreiben nochmal jemanden zu überzeugen. Ja, das sind für mich alles so einfach auch kommunikativ Begriffe, wo sich immer klein macht. Ja, ich muss mich beweisen, dass ich diesen Job bekommen kann. Und ich finde es wichtig, da als Bewerber eben auch auf Augenhöhe reinzugehen, Klarheit zu schaffen. Auch da wieder, Klarheit schafft Sicherheit für den Entscheider. Und eben genau auf solche Begriffe auch zu verzichten, sondern eher zu sagen, ja, ich freue mich auf den gegenseitigen Austausch mit Ihnen. Dann vielen Dank für diese klaren Aussagen rund um Struktur und Inhalte zum Anschreiben. Danke sehr gerne. Danke an Ihnen.